Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir stehen heute vor der Bethelkapelle, dem Gemeindehaus der Baptisten in Eberswalde. Die Gemeinde feiert dieses Jahr ihr 125-jähriges Bestehen. Aus diesem Grund wollen wir die Baptisten einmal genauer unter die Lupe nehmen. Wir betreten jetzt die Kapelle. Hinter diesen Türen findet gerade ein Gottesdienst statt. Sehen Sie selbst. Nach dem Gottesdienst treffen sich die Gottesdienstbesucher zum Gespräch bei Kappe und Kuchen im Nebenraum. Wir blenden jetzt aus und melden uns später mit einem Interview wieder. Ich darf Ihnen nun Herrn Wegeling, den Pastor der Gemeinde, und Herrn Hornschuch, den Leiter der Baptistengemeinde Eberswalde, vorstellen. Meine erste Frage geht an Sie, Herr Wegeling. Was sind Baptisten? Woher kommt diese Bezeichnung? Baptisten sind zunächst einmal Christen, das vor allem Menschen, die an Jesus Christus glauben und die das mit einer sehr persönlichen Entscheidung für diesen Glauben an Jesus Christus verbinden. Darum sind wir auch freikirchliche Gemeinden. Wir können uns nicht vorstellen, dass man einfach so in eine Gemeinde, in eine Religion, eine Überzeugung hineingeboren wird, sondern man muss sie selbst gewinnen. Nun gibt es solche Gemeinden schon seit frühester Zeit, aber in der Reformation brach das Ganze nochmal auf unter den Täufern im Widerstand auch zu den ganzen staatskirchlichen Denken, das in Europa herrschte. Es wurde stark unterdrückt. Ein zweiter Impuls kam von England, dann Anfang des 17. Jahrhunderts. Und dort breiteten sich begünstigt durch die politischen Verhältnisse zunächst solche freien Gemeinden aus. Innerhalb dieser freien Gemeinden kam man dann zu der Überzeugung von der Bibel her, dass es so etwas wie eine Säuglingstaufe in der Bibel nicht gibt und dass zu dieser freien Entscheidung für den Glauben auch die Taufe auf das Bekenntnis dieses Glaubens gehört. Und diese Taufe, die dann auch durch Untertauchen geschieht und eben deutlich machen soll, dass ein Mensch ein völlig neues Leben im Glauben an Jesus Christus beginnt, die brachte diesen Gruppen den Namen Baptisten ein. Sie selbst wollten gerne einfach nur Christen genannt werden, aber das griechische Wort für Taufe bedeutet, heißt eben Baptizein. Und so wurde Baptist zunächst ein Spottname und später erst ein Konfessionsname. Ähnlich erging es uns in Deutschland. In Deutschland fing das Ganze etwas später an, um die Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden freikirchliche Gemeinden auch hier, zunächst von Hamburg ausgehend. Und auch hier wollte man gerne einen Konfessionsnamen vermeiden. Man nannte sich Gemeinde gläubig getaufter Christen in der Regel. Zunächst wurden die Gemeinden auch in Deutschland stark unterdrückt, weil hier noch ein staatskirchliches Denken vorherrschte. Und dann war es meistens eine Bedingung, wenn eine Konzession, eine Erlaubnis zur Versammlung verteilt wurde, dass dann gesagt wurde, es darf jetzt aber nicht der Name gemeingläubig getaufter Christen verwandt werden, sondern ihr müsst euch Baptisten nennen. Und so wurde aus einem Zwang in Deutschland eine Konfessionsbezeichnung. Heute können wir uns ganz gut damit abfinden, weil das auch international ein anerkannter Name ist. Damit Sie sich nun ein Bild machen können von einer Taufe in einer Baptistengemeinde, sehen Sie nun einen kurzen Ausschnitt von einer Taufe. Mich verkauft vor.
Johannes 10, Vers 27 und 28 sagt Jesus Christus: Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Yvonne Bemler, auf das Bekenntnis deines Glaubens taufe ich dich im Namen des Vaters und im Namen seines Sohnes Jesus Christus und im Namen des Heiligen Geistes. Amen. Segne sein weiteres Leben und halte ihn fest an deiner Hand. Amen. Sie nennen Ihr Gemeindehaus Bibelkapelle. Vielleicht können Sie diesen Begriff erklären. Sehr viele Kirchen, und eigentlich ist ja das, was wir hier haben, auch eine Kirche. Sehr viele Kirchen der Baptisten heißen Kapelle, sofern sie aus dem 19. Jahrhundert stammen. Damals war auch dies ein Begriff, der eine Abgrenzung gegenüber der großen Kirche bezeichnet. Eine Kapelle ist ein kleines Kirchlein, was nicht hinderte, dass die Baptisten Kapellen gebaut haben mit über 1000 Sitzplätzen. Aber damit sollte etwas deutlich werden. Das andere ist der Name Bethel bei unserer Kapelle. Der stammt aus dem Alten Testament. Es gibt eine Geschichte des Stammvaters des Volkes Israel, Jakob, wo er in einem Traum Gott begegnet. Und den Ort, an dem er in diesem Traum geschlafen hat, den nennt er Bethel. Das ist Hebräisch und heißt Haus Gottes. Und so wollen wir unsere Kapelle auch verstehen, als ein Haus Gottes, nicht im exklusiven Sinn, aber als ein Ort, an dem Menschen auch heute noch Gott begegnen können. In der Stadtchronik von Rudolf Schmidt werden die Baptisten dem Sektenwesen zugeordnet. Wie stehen Sie zu dieser Bezeichnung? Ja, da müssen wir zunächst erstmal Sekte, den Begriff mal fassen. Also eine Sekte ist eine Religionsgemeinschaft, die für sich beansprucht, nur bei ihnen ist das volle Evangelium, der richtige Glaube und nur ihre Mitglieder sind auf dem richtigen Weg. Eine zweite Kennzeichnung der Sekte ist, dass sie oftmals über die Bibel hinausgehen oder einen ganz bestimmten Punkt unkonventionell oder in eine andere Richtung deuten als die alkirchlichen Bekenntnisse. Wir als Gemeinde stehen eigentlich voll hinter den alkirchlichen Bekenntnissen, hinter den Credos der alten Kirche. Wir sind evangelisch-freikirchliche Gemeinden. Evangelisch, also wir nicht nur die alkirchlichen Bekenntnisse, die wir voll und ganz dahinter stehen, sondern auch das evangelisch-reformatorische Glaubensgut ist uns wichtig. Und freikirchlich, das ist in Deutschland immer so ein Makel, möchte man meinen. In anderen Ländern ist das gar nicht der Fall. Das ist nur deshalb bei uns immer ein Sektenverdacht, weil die großen Kirchen aus dem Staatskirchentum kommen. Und wir als Freikirche wollen eigentlich uns nicht abgrenzen von dem evangelischen Glauben, aber wir wollen eben Bekennergemeinde sein. So ist der Vorwurf des Sektenwesens nicht ganz zutreffend oder vielmehr überhaupt nicht zutreffend. Wie ist dann Ihr Verhältnis zu anderen Kirchen, auch in dieser Stadt? Baptisten haben von Anfang an in einer der ältesten Einigungsbewegungen der Christenheit mitgearbeitet, in der Evangelischen Allianz. Evangelische Allianz ist ein Zusammenschluss von Christen aus verschiedenen Kirchen, die sich zum Evangelium von Jesus Christus bekennen und die gemeinsam beten wollen und die gemeinsam Jesus verkündigen wollen. Zu diesem Zusammenschluss gehören wir auch und es gibt diese Arbeit auch hier in Eberswalde. Daneben gibt es in Deutschland ja die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, in der alle Kirchen, die sich gegenseitig als solche anerkennen, zusammenarbeiten, hauptsächlich auf diakonischem und gesellschaftspolitischem Gebiet. Diese Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen haben die deutschen Baptisten 1948 mitbegründet. In Eberswalde wirkt sich das so aus, dass wir hier einen ökumenischen Arbeitskreis haben, zu dem alle christlichen Gemeinden dieser Stadt gehören, außerdem die von sich selbst sagen, dass sie alleinselig machend sind. Das heißt, wir sind mit der katholischen Gemeinde, mit den beiden evangelischen Stadtgemeinden, mit der methodistischen Gemeinde und der freikirchlichen Christusgemeinde und den Adventisten dort verbunden, arbeiten zusammen, planen vielfältige Aktivitäten gemeinsam, zum Beispiel den alljährlichen Open-Air-Gottesdienst zum Philokanalfest
oder auch im Herbst die Friedensdekade, im Januar die Allianzgebetswoche. Das sind so Punkte, an denen wir uns ganz regelmäßig begegnen. Ich denke, das war ganz informativ, auch zu wissen, dass die Kirchen hier in dieser Stadt so gut zusammenarbeiten. Jetzt einige Fragen konkret zu dieser Gemeinde. Wie viele Gemeindemitglieder haben Sie? Wir haben 140 Gemeindemitglieder, die hauptsächlich auf Eberswalde konzentriert sind und hier Gottesdienst und Gemeindeveranstaltungen besuchen. Es gibt noch eine Zweitgemeinde in Schwedt, die war vor der Wende größer als jetzt ist. Und durch Wegzug sind jetzt 17 Geschwister dort. Dort werden regelmäßig Gottesdienste und Bibelstunden angeboten. Und dann gibt es noch verteilt natürlich im Bereich des Oderbruchs, also östlich und südöstlich von hier, noch sogenannte Stationen, wo Geschwister wohnen, die auch so Hausversammlungen regelmäßig haben, im Monat vielleicht einmal oder zweimal und im Prinzip von der Hauptgemeinde hier betreut werden, wir sagen dazu Stationen. Und der Gottesdienstbesuch ist relativ hoch im Vergleich zu anderen Kirchgemeinden. Ist auch so kennzeichnet in der Freikirche oftmals, dass sehr viele Mitglieder auch regelmäßig zumindest den Gottesdienst besuchen. Anfangs hatte ich Sie ja als Pastor der Gemeinde vorgestellt. Welche Tätigkeiten zählen denn zu Ihrem Aufgabenbereich? Also der Pastor ist der hauptamtliche Mitarbeiter einer Gemeinde, in der Regel theologisch ausgebildet. Ich habe meine theologische Ausbildung an unserem Seminar gemacht. Und daraus ergeben sich auch die Hauptaufgaben, die liegen in der Verkündigung und in der Seelsorge. Verkündigung heißt also zunächst mal die Predigt im Sonntagsgottesdienst, aber auch die Bibelstunde, die Unterweisung der Kinder und Jugendlichen. Seelsorge heißt Hausbesuche mit einer Priorität bei kranken und älteren Geschwistern, aber auch, dass Leute zu einem kommen und ein seelsorgerliches Gespräch bitten. Und daneben bin ich natürlich auch Mitglied der Gemeindeleitung und damit auch mit Sachen der Organisation, Planung der Gemeindearbeit und so weiter betraut. Welche Funktion füllen Sie denn in der Gemeinde aus, Herr Motschow? Ich bin ehrenamtlicher Gemeindeleiter. Ich möchte zuerst etwas zur Struktur der Gemeinde sagen, damit man es auch versteht. Eigentlich verstehen wir uns als Gemeinde, die das Organ, das eigentlich Entscheidungen trifft, ist die Gemeinde. Und aus der Gemeinde heraus wird die Gemeindeleitung gewählt. Nicht alle Aufgaben können natürlich mit der gesamten Gemeinde besprechen. Und in der Gemeindeleitung sind die Leiter der Arbeitszweige vertreten und hineingewählte Gemeindeglieder. Und aus der Gemeindeleitung heraus werden die Ältesten gewählt. Neben Matthias Ebeling als Pastor der Gemeinde wird dann noch der Gemeindeleiter und sein Stellvertreter als Mitälteste gewählt. Und wir wollen dann auch ein bisschen zum Ausdruck geben, dass wir kein Ermannungssystem sein wollen, sondern dass Gott die Leitung der Gemeinde auch mehreren in die Hand legen möchte. Ich denke, das war ganz informativ und ist ja auch ein Zeichen für so eine Freikirche. Was für Veranstaltungen finden denn hier noch in Ihrer Gemeinde statt, außer den sonntäglichen Gottesdiensten? Ja, wir haben mehr als ein Gottesdienst natürlich als Veranstaltung. Es gibt Bibelstunde, es gibt eine Gebetsandacht vor dem Gottesdienst, wo wir auch für den Gottesdienst beten und für das Evangelium beten. In der Stadt. Es gibt Hauskreisarbeit, es gibt Arbeit mit Kindern, parallel Gottesdienst und Kinderbetreuung gemacht. Die Jugend trifft sich, momentan sind es eher Erwachsene, die sich sonntags treffen. Jungschararbeit gibt es, eine Frauenstunde und Seniorenarbeit. Und wir haben monatlich einen Gemeindebrief, wo all diese Veranstaltungen abgedruckt sind und jeder kann dann auch Veränderungen dann wahrnehmen und die entsprechenden Veranstaltungen besuchen, die er möchte. Nun zeigen wir Ihnen abschließend noch einige Bilder von den verschiedenen Gruppen der Gemeinde, die wir für Sie zusammengestellt haben. Thank you.
Hier auf dem Kapellenhof wollen wir uns von Ihnen verabschieden und hoffen, dass unser Beitrag informativ für Sie war.